Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zur Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind hier in der Geisterarena im letzten Part stehen geblieben. Heute wollen wir es mal, ja, gegen Jens versuchen. Ich bin relativ optimistisch. Okay, schauen wir einfach mal. Gut, dass du gekommen bist. Hier in Teak City werden Pokémon verehrt. Man sagt, dass legendäre Pokémon nur wahrlich starken Trainern erscheinen werden. Ich glaube an dich, an diese Legende. Da habe ich mein ganzes Leben lang in Geheimen trainiert. Als Resultat kann ich nun Dinge sehen, die andere nicht sehen können. Zum Beispiel Geist-Pokémon. Noch ein wenig. Mit ein wenig mehr könnte ich eine Zukunft sehen, in der ich das legendäre Regen-Pokémon treffe. Du könntest mir dabei helfen. Das könnte ich allerdings. Ho-Oh will, glaube ich, lieber zu uns als zu dir. Aber schauen wir mal. Nachher bereue ich das noch, dass ich es gesagt habe, wenn wir es nicht fangen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele Pokémon er hat, ne? Der liebe Jens. Aber Jens ist eigentlich ein relativ junger Trainer. Also auch im Anime. Der müsste, wie alt war er denn da? Pi mal Daumen, 25, 26, nicht älter. Also in meinem Alter. Da wird er voll alt gezeigt. Zumindest auf Kampf. Ja, vier Pokémon hat er. Den Apollo hat er. Aber relativ keine große Herausforderung. Eventuell das Gengar könnte gefällt werden. Vor allen Dingen mit Fluch und Hypnose. Hat er ein zweites Apollo oder Nebula? Oder zwei Gengars? Oh, hallo Gengar! Gengar kannst du auch kaum noch abwarten. Aber das ist ein Signature 100 Pro. Ich glaube nicht, dass er ein zweites Gengar hat in dem Kristall. Aber ich glaube, Gengar müsste eigentlich tanken. Zumindest einer. Ja, Gengar tankt auch immer. Hallo Leon, na, alles gut bei dir? Hast du gut geschlafen? Igelava kann nicht fliehen. So, das war's mit Gengar. Was hat er denn noch für ein Pokémon? Ah, er hat noch ein zweites Apollo. Okay. Okay, das freut mich. Schlafen ist natürlich sehr, sehr gesund. Auch nicht so viel, aber darüber kann man ja streiten. Ihr habt keinen einzigen Treffer bei mir gelassen. Level 33 für Igelava. Und das war's schon. Ich bin gut, nicht gut genug. Dieser Orden soll dir gehören. Ist, glaube ich, der Phantomorden, oder? Ja, der Phantomorden. Habe ich auch noch richtig in Erinnerung gehabt. Durch den Phantomorden gehorchen dir Pokémon bis zu Level 50. Außerdem können Pokémon die Surfer beherrschen. Diese auch außerhalb des eines Kampfes einsetzen. Bitte nehmen auch diese an. Das müsste thermisch spukbar sein. Müsste Igelava eigentlich sogar können. Bin ich der Meinung. Das ist Spukball. Er verursacht Schaden und verringert die Spezialverteidigung. Setze ihn ein, wenn er dir gefällt. Meine Meinung, Igelava kann das. Sicher bin ich mir nicht. Irgendwie habe ich noch in Erinnerung, ich weiß jetzt nicht, ob es die Mega-Entwicklung oder so war oder Alola-Form, dass Igelava einen Unlicht-Typ hat, oder? Ich weiß es nicht. Nein, Igelava kann es nicht. Alles klar. Dann lassen wir es. Dann gehen wir jetzt mal schnell zum Poké-Center und machen uns auf zur nächsten Stadt. Und ich habe mich mal erkundigt, ein bisschen. Und zwar ist es möglich, zumindest in der japanischen Version, einmal Celebi zu bekommen. Da es ja nicht die japanische Version ist. Natürlich, es gibt einen Cheat, da triffst du es im Gras an. Das werde ich aber, denke ich, nicht tun.
Weil ich will Celebi, wenn schon, auch im Steinarche weit fahren. Ne? Dann gibt es noch, glaube ich, was gibt es da noch? Was hatte ich gelesen? Dann gibt es wohl noch den Cheat irgendwie, dass man in den, irgendwie mit einem Ei, das aus dem Ei ausbrüten kann. Also, schon creepy. Was das Shiny-Hunten angehen wird, Moment. Wo sagtest du, kommst du her? Malvokia. Professor Lin wohnt dort, nicht wahr? Du hast einen langen Weg auf dich genommen, um hierher zu gelangen. Ja, das stimmt schon. Und zwar gibt es zwei Arten von Shiny Huntings. Und zwar die erste, die ganz normale. Ne? Also die Chance ist, glaube ich, 1 zu 8192. Und die zweite halt, kannst du halt Eier ausbringen. Ja, das ist die Chance 1 zu 64. Aber ich finde das ein bisschen lame. Meine Meinung, kann jeder sehen, wie er will. Und ja, wir werden es natürlich auf traditionelle Weise machen. Nämlich das Encountern. Ne? Hallo, du bist bestimmt so nett und zeigst mir deine Pokémon, natürlich. Und, wo ich mich auch nochmal in der Aussage korrigieren muss, es gibt auch in der ersten Gen Shinies. Es ist aber so, dass die Shinies dort nicht angezeigt werden. Es kann sein, dass du ein Shiny fängst, tauscht es in die zweite Version oder in die zweite Gen und ist es auf einmal ein Shiny. Deswegen ist es leider nicht möglich, ein Shiny Hunting zu machen, zumindest in der ersten Gen. Könnten wir natürlich schon, aber bis man dort ein Shiny hat. Nein, 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 nein. Das wäre zu kraftaufwendig. Beutel. Bestes Beispiel, wenn du das Gyarados, das Shiny Gyarados, rübertauscht, wird es ganz normal angezeigt. Tausch es wieder zurück, es ist wieder ein Shiny. Ich hoffe, dass wir heute bis zum 8. oder ja, mal bis zum 7. Orden kommen, aber ich denke mal schon. Die Wasserroute wird bloß nervig sein. Hallo, Freakina, alles gut bei dir? Bis zur 8. Tern. Naja, gestern habe ich angefangen und gestern habe ich ja 10 Parts aufgenommen, wie ja halbe Stunde immer. Wie viel sind denn das? Das sind 300, nee, das sind 3, was ist das? Nee, 5 Stunden. Das geht. Also viel ist es nicht. Bei mir ist soweit auch alles, Chico. Ich habe nur ein bisschen. Ah, nicht Sorge. Ich hab nicht so wirklich Bock auf die Wasserroute, aber ich muss sie halt machen. Was haben wir hier? Oh, eine Beere. Haben wir noch einen Dulli? Ich war im Ausland. Deswegen kenne ich alle Arten, Pokémon-Arten. Okay, in welchem Ausland warst du denn? Warst du auch vielleicht in einer Einallregion? Vielleicht, er meint wahrscheinlich in Kanto. Mein Felino. Felino müssten wir aber so schaffen. Ich glaube, die stärkste Attacke von Dufla bzw. von Giflo und auch Flubella müsste entweder Blättertanz, beziehungsweise später ist es dann ja, gibt es dann ja auch noch den Blättersturm. Aber sonst so Blättertanz und Solarstrahl. Das müssten, glaube ich, die stärksten Attacken, zumindest in der zweiten Gen sein, von den beiden. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen. Gibst du mir bitte einige Ratschläge? Und kommt doch an, was du für Pokémon hast, meine Liebe. Oh, ein Watti. Hallo Watti. Trainier dein Watti auf jeden Fall bis Level 30. Das kann ich dir empfehlen. Dann hast du nämlich schon mal ein Ampharos. Euler bringt nichts, das nimmt nur den normalen, sinkt nur den normalen Angriff. Da kommt Flammrad.
und ein Anton. Und Anton auf jeden Fall auch leveln. Wann entwickelt sich Anton nochmal? 38? Ich glaube 38. Oder 28. Das ist gerade gar nicht mehr. Ich glaube 38. Anton müsste sich relativ spät entwickeln. Ruckzuckieb. Ich verstehe, so kämpfst du also. Eigentlich könnten wir hier auch mal ein drittes Team mitliefern, theoretisch gesehen. Naja, kein Tauboga. Wenn hätte ich so an. Oh, weiß ich nicht. Was ist so? Tauros, Snubul, gibt's ja hier. Zumindest in Gold. Als ob, ich bin 6 Level über dir, Radikal. Danke. Mildern gibt's ja natürlich auch. Mildern. Irgendwann muss ich ja mal Pokémon holen, ne? Ach komm, wir holen uns Mildern als drittes Teammitglied. Als ob es keine Wirkung hat, die Stachelspore. Jawohl. Absorber. Ein Absorber noch, in der Hoffnung, dass es kein Crit ist, und dann schmeißen wir den Ball. Ja. Komm, hauen wir mal einen Superball raus. Als ob du ausgebrochen bist, Mildern. Ich glaube, ich habe noch nicht mal genug Pokébälle dabei, ne? Jetzt bleib doch drin, Mildern. Kriegst eine schöne große Weide bei Professor Eich. Kann ich dich damit locken? Ja, okay, danke schön. Da geht's. Jetzt probiere ich etwas aus, das ich heute gelernt habe. Dann hau mal raus. Pantimos. Meditation erhöht, glaube ich, den Spezialangriff. Ne, nur der normale Angriff. Okay. Ah, stimmt, Meditation. Stimmt.
und beenden das mit Ruckzuck. Oh nein, Mama, nicht jetzt schon wieder. Ich weiß, du vermisst uns, aber. Meine Pokémon und ich sind wunderschön, nicht wahr? Sag mal her. Du wirst wahrscheinlich eine Schönheit sein, ne? Natürlich. Corazon. Corazon ist wirklich nice. Und kriegt, glaube ich, sogar den Feentypen dann auch dazu, ne? Sicher bin ich mir aber gerade nicht. Und Level 23 für Duflo. Und soweit ich weiß, Duflo erlernt keinen Rankenhut, ne? Nur Clofenser, glaube ich. Tipps für Trainer. Wenn sich ein Pokémon weiterentwickelt, kannst du diesen Prozess aufhalten. Während der Entwicklung den B-Knopf. So wird das Pokémon erschreckt und es bricht die Entwicklung ab. Fliege hoch in die Luft, mein herrliches Vogel-Pokémon. Was hast du denn? Also er hat ein Pokémon, oder? Na, natürlich drei. Ey, Dodo ist auch so eine Sache, aber ich glaube, Dodo müsste eigentlich fliegen können, aber... Es hat zwar keine Flügel, aber es soll wohl so hoch springen können, dass es so als wenn es fliegen könnte, aber... Eine Blut reicht, glaube ich, aus. Dann müsste aber, glaube ich, Surfer kennen. Das heißt, Surfer hätten wir schon mal safe mit der VM. Der Schneider haben wir ja so oder so schon. Bleibt nur noch Stärke, eventuell Zertrümmerer. Blitz brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Gibt's ja noch Stärke Kaskade. Kaskade erlernt aber demnächst das andere Pokémon, wenn wir es dann mal fangen. Oder begegnen. Ich kann ja mal kurz schnell nachschauen. Nicht, dass es dieses Pokémon gar nicht hier gibt in der Gen. Also gibt es schon, aber ich weiß nicht, ob man es auf dem Kristall fangen kann. Können wir mal kurz nachschauen. Fundorte. Doch, es gibt es. Tatsache. Route 20, 21, 26, 27, 41, Alabastia, Orania City, Einhaltstunnel, Neuborgia, Oliviana City, Britannia City, Zinnoberinsel. Doch, das kriegen wir. Alles klar. Den nächsten Trainer. Zeig doch mal, was deine Pokémon drauf haben.
Psycho wieder. Aber da steht nicht, ob ich das angeln muss oder ob ich es mit Surfer finde. Oh, das tut weh, oder? Flotten generell gut in Spezialverteidigung, also. Kommen wir nicht jetzt auf die, doch, hier ist doch diese Farm, ne? Kuhmu-Farm. Unsere bekömmliche Milch ist sehr erfrischend. Ich habe ein eigenes Mülltank. Minzbeere. Hält das nicht Verwirrung? Das sieht mir noch. Hallo Link, na, alles gut bei dir? Minzbeere. Ah, okay, schlafen und trunken machen. Okay. Oh, die Miltanks. Aber sind die Miltanks nicht krank, oder? Miltank ist krank. Es braucht viele Beeren. Viele Beeren brauchst du ja. Müll. Sein Ruf ist schwach. Miltank ist krank. Es braucht viele Bären. Wie viele Bären haben wir denn? Ja, eine haben wir doch. Also noch kann ich ihm keine Bären geben. Schalten wir wahrscheinlich noch frei. Unsere Milch wird sogar nach Kanto geliefert. Oh, in welchem Supermarkt? Wenn uns unser Miltank keine Milch mehr gibt, haben wir echte Probleme. Ihr habt doch noch andere Miltanks. Mein Mülltank gibt keine Milch mehr. Diese Farm ist berühmt für die Milch, die hier produziert wird. Fast jeder trinkt sie gern. Okay, ein Mülltank? Ihr seid auf einen Mülltank angewiesen? Wie viel Milch produziert sie denn bitte? Armes Mülltank. Es würde mir viel Milch geben, wenn ich es mit vielen Bären füttern würde. Glaube ich zumindest. Uns gerne nochmal versuchen, aber. Okay, das freut mich. Bei mir ist soweit auch alles supi. Können wir das jetzt mit Bären füttern? Ah, okay. Aber ich glaube, wir brauchen noch einiges an Bären. Was für süße Pokémon! Zeigen wir uns gegenseitig unsere Pokémon. Und zwar gleichzeitig. Können wir gerne machen. Ich dachte, du hast mehrere Pokémon. Ein Pikachu. Igelava, hau rein. Doppelteam ist ganz schön, oder kann assi sein. Aber ich habe das Gefühl, bei X-Bug ist es am schlimmsten. Wenn X-Bug einmal Doppelteam einsetzt, ist vorbei. Dann musst du wirklich Glück haben.
Gibt es nicht auch Pokémon-Fan männlich? Sondern scheint ein Mann, alles klar. Da bist du. Genau der richtige Moment, um mit Pikachu anzugeben. Ah, bist du das, oder was? Ja, das ist wahrscheinlich sein Sohn, das ist wahrscheinlich, der Mann, und ihr Sohn. Aber normalerweise müsste da noch ein kleines Kind nebenbei stehen, weil, weiß ich nicht. Da waren die Entwickler mal ein bisschen wieder zu faul. Pokémon, Pokémon, Pokémon. Säure. Wir können mal schauen, aber... Nein, Säure brauchen wir nicht. Säure ist Schwachattacke. Kann zwar den Gegner vergiften, aber... Dafür haben wir Giftpuder. Ich bin gerade wieder in Oliviana angekommen. Wie steht es nun mit dem Pokémon-Kampf? Ein Pokémon-Kampf. Gerne. Oh, Quapuzzi. Der Bewegungssprite sieht auch nice aus. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das im Anime war. Ich hab das nur noch dunkel im Kopf. Also in der sechsten Stadt zumindest. Bei der sechsten Arena. Das müsstest du aber so schaffen, Duflo. Jawohl. Sogar nur 5 HP abgezogen beim Kreuzer. Jawohl. Gibt es eigentlich in Gold und Silber gab es keine Pokémon Liga Rematches? Eventuell in Kristall, ich weiß es aber nicht. Wenn, machen wir die natürlich auch. Hier wechseln wir mal. Ach komm, Flammenrad müsste ausreichen. Jawohl. Level 34 für Igelava. Krabi. Na komm, gehen wir mal auf Flammenrad. Mal schauen, wie viel das aussieht. Da oben hatten wir noch eine Trainerin. Beziehungsweise hier. Uff, ich hoffe, es wird bald dunkel. Was? Nein? Okay. War es das schon? Oliviana City. Gehen wir mal schnell ins Pokécenter. Oh. Du schon wieder. Kein Grund zur Panik. Mit Verlierern wie dir gebe ich mich nicht ab. Apropos Verlierer, die Arenaleiterin dieser Stadt ist nicht hier. Sie kümmert sich wohl gerade um ein krankes Pokémon im Leuchtturm. Wozu soll das nur gut sein? Ein Pokémon, das nicht kämpfen kann, ist wertlos. Warum trainierst du nicht im Leuchtturm? Wer weiß, vielleicht wärst du dadurch ein wenig stärker. Und danke, dass du dich um mich sorgst.
klar. Okay, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann.